Hallo, heute geht es um den Beckenboden. Das Thema Beckenboden kennen viele von euch wahrscheinlich im Zusammenhang mit Schwangerschaft, Geburt, Rückbildung oder auch Inkontinenz. Der Beckenboden hat aber viele weitere sehr wichtige Funktionen und dementsprechend lohnt es sich für alle von uns, auch für Männer, sich um den Beckenboden zu kümmern und für eine gute Funktion zu sorgen. Was genau ist der Beckenboden? Der Beckenboden ist im Prinzip eine Muskelplatte mit hohen Bindegewebsanteilen, ungefähr so groß wie zwei Handteller und auch so dick wie ein Handteller, also eine kräftige Muskelsehnenplatte, wenn man so will. Und diese Muskelsehnenplatte schließt den Bauchraum nach unten ab, also liegt in unserem knöchernen Becken, also verbindet, wenn man so will, Schambein, Steißbein und die Sitzbeinhöcker. Die wichtigste Funktion des Beckenbodens oder die bekannteste Funktion ist natürlich die Öffnungs- und Schließfunktion. Dadurch, dass der Beckenboden aber, wie gesagt, den Bauchraum nach unten hin absichert, hat er auch eine ganz wichtige tragende Rolle, kann man so sagen, also für die Statik im gesamten Bauchraum und Lendenwirbelsäulenbereich. Das heißt, er trägt mit dazu bei, die Organe zu halten und die Lendenwirbelsäule zu stabilisieren. Wenn wir jetzt husten oder niesen oder auch schwer tragen, dann verstärkt sich ja im Prinzip der Druck im Bauchraum, also der intraabdominelle Druck. Und auch da kommt der Beckenboden zum Tragen, indem er sozusagen von unten gegenhält. Das ist auch eine ganz wichtige Funktion des Beckenbodens. Ansonsten trägt der Beckenboden dazu bei oder trägt zu einer aufrechten Haltung bei. Das heißt, der Beckenboden richtet uns sozusagen von innen heraus auf. Ganz wichtig, er trägt auch oder hat auch eine wichtige Rolle fürs Gleichgewicht. Auch letztendlich sagt man, dass der Beckenboden der Schlüssel zu allen Bewegungen ist. Das heißt, man spricht ja auch von Bewegung aus der Mitte heraus. Also ein gut funktionierender Beckenboden ist auch dort wichtig. Und natürlich für ein erfüllteres Sexualleben spielt der Beckenboden eine wichtige Rolle. Insofern, wie ihr seht, hat der Beckenboden sehr viele wichtige Funktionen und es lohnt sich definitiv, sich um den Beckenboden zu kümmern. Was passiert nun, wenn der Beckenboden zu schwach ist bzw. eine Dysfunktion hat? Dadurch, dass der Beckenboden ja den Bauchraum nach unten hin absichert bzw. abschließt, ist es so, wenn der Beckenboden zu schwach ist, wenn wir uns jetzt bildlich vorstellen, der Beckenboden hängt wirklich nach unten durch, ist zu schlaff, zu schwach, dann sinken auch die Organe mit nach unten ab und die Statik im Bauch- und Lendenwirbelsäulenbereich gerät durcheinander und dies führt zu einer Instabilität im Lendenwirbelsäulenbereich und zu Rückenbeschwerden. Darüber hinaus natürlich Inkontinenz, das ist sehr verbreitet, also gerade bei älteren Frauen, aber letztendlich auch bei Männern ist Inkontinenz durchaus verbreitet, gerade natürlich im Alter und auch da hat der Beckenboden natürlich eine entscheidende Rolle. Jetzt ist natürlich die Frage, wie soll ich meinen Beckenboden trainieren? Ich habe mal hier bei YouTube so ein bisschen rumgeguckt, da gibt es verschiedene Videos. Und häufig werden irgendwelche gymnastischen Übungen gemacht. Und das erlebe ich auch immer wieder, wenn ich meine Patienten frage, haben sie schon mal Beckenbodentraining gemacht? Dann haben die teilweise irgendwelche Beckenbodenkurse gemacht und da wurde dann halt Gymnastik gemacht, also mit Beckenbewegung und Brücke bauen und was auch immer. Das sind natürlich auch alles gute und schöne Übungen, wo der Beckenboden sicherlich mit dabei ist. Aber meiner Ansicht nach ist es erstmal ganz wichtig, überhaupt zu wissen, wie spanne ich meinen Beckenboden denn überhaupt isoliert an, also überhaupt ein Gefühl dafür zu haben, wo liegt der Beckenboden und wie kann ich den aktivieren. Und da möchte ich euch gerne einige Möglichkeiten zeigen. So, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie soll ich meinen Beckenboden am besten trainieren? Dafür sind die Sitzbeinhöcker ganz entscheidend, also die Gesäßknochen. Und wenn ihr jetzt mit eurem Becken einmal auf einem festen Hocker oder Stuhl das Becken einmal vor und zurück kippt, dann spürt ihr, dass ihr über diese beiden Sitzbeinhöcker hinüberrollt, wenn man so will. Und das ist ganz wichtig, da erstmal ein Gefühl für zu haben, für diese Sitzbeinhöcker, wo liegen die überhaupt? Ihr könnt auch einmal euer Becken im Prinzip so seitlich verlagern, also von einem Sitzbeinhöcker auf den anderen. Auch dadurch haben wir jetzt im Prinzip schon so ein unbewusstes, leichtes Beckenbodentraining, beziehungsweise eine leichte Aktivierung. Also ganz wichtig, ein Gefühl dafür bekommen, wo liegen die Sitzbeinhöcker. Und jetzt stellt ihr euch vor, ihr wollt die beiden Sitzbeinhöcker sanft zusammenziehen. Das heißt, ihr stellt euch vor, ihr wollt jetzt die Sitzbeinhöcker zueinander führen. Dabei passiert äußerlich nichts. Das ist ganz entscheidend. Also ihr sitzt in einer aufrechten Haltung und macht jetzt bei der Bewegung keinerlei oder bei der Anspannung keinerlei Bewegung. Das heißt, das Becken bleibt stabil, ihr bleibt aufrecht sitzen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass das Gesäß nicht angespannt wird. Also der Po bleibt entspannt und ihr versucht wirklich nur sanft und innerlich innen drin eine sanfte Spannung zwischen den Sitzbeinhöckern aufzubauen.
als wenn ihr die Sitzbeinhöcker zusammenziehen wollt. Dabei darf gerne das Gefühl entstehen, dass ihr so ein bisschen in die Länge gezogen werdet, also als wenn so ein Bindfaden am Hinterkopf euch so ganz sanft nach oben rauszieht. Die Knie dürfen auch gerne so einen Zentimeter nach außen wandern. Im Optimalfall werden sogar die Füße leicht mitaktiviert automatisch, also dass ihr spürt, so im Fußgewölbe tut sich auch so ein klein bisschen was. Das sind alles Dinge, die passieren dürfen. Auch der Bauchnabel darf so leicht mit eingezogen werden. Das sind alles automatische Dinge. Also wie gesagt, ihr konzentriert euch aber primär darauf, dass die Sitzbeinhöcker ganz sanft zueinander gezogen werden und versucht dabei, das ist ganz wichtig, den Po entspannen zu lassen. Theoretisch könnt ihr euch auch einmal auf eure Sitzbeinhöcker raufsetzen, sodass ihr so mit den Fingerkuppen an den Sitzbeinhöckern liegt. Und dadurch könnt ihr jetzt selber einmal kontrollieren, dass der Po selber locker bleibt. Und vielleicht spürt ihr an euren Fingerkuppen so eine ganz leichte innere Anspannung. Das ist okay. Aber wie gesagt, der Po selber, also die Gesäßmuskulatur, die sollte sich auf keinen Fall anspannen oder fest werden. Eine weitere Möglichkeit, beziehungsweise ein anderer Anteil des Beckenbodens, den kann man folgendermaßen erreichen. Ihr konzentriert euch auf euer Steißbein und euer Schambein, also diese beiden Punkte, und versucht die jetzt einmal gefühlt zueinander zu bewegen. Das heißt, gerade haben wir sozusagen die Sitzbeinhöcker zueinander bewegt. Jetzt versuchen wir Schambein und Steißbein zueinander zu bewegen, also innerlich sozusagen diese Vorstellung sanft zusammenzuziehen. Dabei werdet ihr merken, dass ihr den Bauchnabel wieder ein bisschen Richtung Wirbelsäule mit einzieht. Das ist gewünscht und in Ordnung. Das sind jetzt nochmal andere Anteile vom Beckenboden, die dabei angesprochen werden. Wichtiger ist tatsächlich dieses Sitzbeinhöcker zusammenziehen. Und jetzt stellt ihr euch alle vier dieser Punkte vor, die wir gerade hatten. Das heißt, die beiden Sitzbeinhöcker, Schambein und Steißbein. Und stellt euch vor, dass dazwischen im Prinzip so ein Tuch bzw. eine Zeltkuppel liegt, die jetzt zusammengesunken am Boden liegt. Und ihr wollt jetzt versuchen, diese Zeltkuppel einmal sogartig im Prinzip hochzuziehen. Das heißt, diese vier Punkte, also diese beiden Sitzbeinhöcker, Schambein, Steißbein, erst ein bisschen aufeinander zuziehen und dann sogartig im Prinzip Richtung Wirbelsäule in den Bauchraum hineinziehen. Und wieder lösen. Könnt euch auch eine Gummischüssel vorstellen, eine flexible Gummischüssel, die jetzt so ein bisschen nach unten durchhängt und die wollt ihr auch jetzt sogartig nach oben ziehen. Also da gibt es verschiedene Vorstellungen, mit denen der eine oder andere mehr oder weniger anfangen kann. Einfach gucken, was für euch da am besten passt. Also wichtig ist, dass ihr nicht nur das Gefühl habt, zusammenzuschnüren, also nicht nur das Gefühl, die Körperöffnung zu schließen, sondern wichtig ist auch das innerliche Anheben. Und da ist, finde ich, dieses sogartige, dieses Gefühl, so sogartig innerlich in sich hineinzuziehen, ist, finde ich, eine sehr gute Vorstellung. Und das macht ihr jetzt einfach, das spielt ihr jetzt einfach mal so ein bisschen mit. Also ihr versucht einfach sanft anzuspannen und wieder zu lösen und überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen. Also am Anfang geht es nicht darum, maximal anzuspannen, sondern es geht erstmal darum, wirklich gezielt die richtigen Muskeln anzusteuern und anzusprechen. So, falls ihr euch jetzt fragt, was erzählt der denn hier gerade? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich meinen Beckenboden anspannen soll und bis jetzt mit den Formulierungen hier nichts anfangen könnt, dann wäre die einfachste Vorstellung überhaupt erstmal so ein Zugriff zu bekommen zum Beckenboden oder auf den Beckenboden, wäre, dass ihr euch vorstellt, ihr sitzt auf der Toilette, lasst Wasser und wollt den Strahl, also den Urinstrahl unterbrechen. Da können viele was mit anfangen, also das Gefühl oder die Vorstellung Wasser lassen, Urinstrahl unterbrechen bzw. anhalten. Und wenn ihr dann dabei in euren Beckenboden hineinspürt, dann spürt ihr hoffentlich da eine gewisse Regung, eine gewisse Anspannung in der Tiefe. Das ist der Beckenboden. Allerdings nicht unbedingt die Anteile, die wir primär erwischen wollen, aber dann habt ihr zumindest schon mal einen Anhaltspunkt und eine Vorstellung, wo der Beckenboden überhaupt liegt, beziehungsweise wie man den anspannt. Von der Vorstellung, wenn wir jetzt wieder mehr in Richtung der hinteren Anteile wollen, also mit Sitzbeinhöcker zusammenziehen und auch mit dieser Kuppel, die wir gerade aufgebaut haben, wäre jetzt die Vorstellung zutreffender bzw. passender, dass ihr euch vorstellt, ihr sitzt bei einem feinen Abendessen und habt Blähungen ungünstigerweise und wollt jetzt im Prinzip die zurückhalten, die Blähungen. Das heißt, das Gefühl, hinten im Prinzip hochzuziehen, anzuhalten, das wäre sozusagen, sind eher die Anteile, die wir erwischen wollen. Eine weitere Vorstellung wäre, dass ihr euren Damm im Prinzip ein bisschen von der Unterlage, also wenn ihr jetzt sitzt, dass ihr den Damm vom Hocker, vom Sitz ein bisschen entfernen wollt. Also auch wieder dieses Gefühl so sogartig
hochzuziehen, den Damm ein wenig anzuheben. Bei Herren könnt ihr das Ganze auch kontrollieren, ob ihr sozusagen den Beckenboden effektiv trainiert. Wenn ihr den Hodensack schafft, wirklich so ein kleines Stückchen hochzuziehen, das kann man von außen tatsächlich auch richtig sehen. Bei den Damen, wenn ihr die Finger an den Damm legt, könnt ihr eventuell einfach auch spüren, dass sich da ein bisschen was aktiviert, ein bisschen was tut. Gut, dann nochmal eine Übung, wo nochmal die Beckenbodenspannung in eine Bewegungsübung sozusagen integriert wird, um das Ganze noch ein bisschen zu verstärken eventuell. Und zwar funktioniert das folgendermaßen. Ihr setzt euch schön aufrecht hin und jetzt atmet ihr ein und zieht während der Ausatmung einmal die Fußspitzen nach oben. Allein dieses Anziehen der Fußspitzen kann reaktiv auch schon eine Beckenbodenspannung wiederum hervorrufen. Also immer während der Ausatmung die Fußspitzen kräftig hochziehen, dabei den Beckenboden anspannen bzw. die Kuppel aufspannen, hochziehen. Und jetzt kommen noch einmal die Arme ins Spiel. Und zwar drückt ihr einmal die Ballen gegeneinander und zieht relativ dicht vor dem Brustbein, also im Prinzip vom Brustbein Richtung Bauchnabel runter oder Solarplexus und wieder lösen. Einatmen, nach oben führen und während der Ausatmung jetzt den Druck aufbauen, Ballen gegeneinander, die Fußspitzen hochziehen. Und während ihr sozusagen die Fußspitzen hochzieht, die Beine gegeneinander drückt und die Hände nach unten führt, zieht ihr innerlich den Beckenboden hoch und habt insgesamt das Gefühl, am Scheitelpunkt nach oben rausgezogen zu werden. Es verstärkt jetzt einfach nochmal schön die Beckenbodenspannung. Einatmen und dann während der Ausatmung Fußspitzen hoch, Hände runter und insgesamt nach oben wachsen. Also der goldene Bindfaden am Scheitelpunkt und innerlich, wie gesagt, sogartig den Beckenboden schön aktivieren. Ganz wichtig ist natürlich jetzt nochmal die Frage nach der Atmung. Also generell solltet ihr auf keinen Fall die Luft anhalten, sondern die Atmung sollte permanent fließen. Die Frage, soll man den Beckenboden jetzt mit der Ausatmung oder mit der Einatmung anspannen? Mir wurde es damals so gelehrt, immer mit der Ausatmung anspannen. Meine Tante, die allerdings Beckenboden-Expertin ist, hat mir zu bedenken gegeben, dass beispielsweise bei Inkontinenz ja beim Husten und beim Niesen ja oft ein paar Tröpfchen abgehen. Und wenn man jetzt erst während der Ausatmung den Beckenboden anspannt, dann ist es im Prinzip schon zu spät. Und dementsprechend ist es auch wichtig, mit der Einatmung das zu üben, beziehungsweise man sollte seinen Beckenboden unabhängig von der Atmung, also egal ob Einatmung oder Ausatmung, sollte man seinen Beckenboden aktivieren können. Und dementsprechend versucht da einfach ein bisschen mit zu spielen. Wichtig ist, dass ihr auf keinen Fall die Luft anhaltet. Wenn ihr jetzt einen Zugang zu dem Beckenboden habt und das Gefühl habt, jetzt habe ich die Muskeln ganz gut unter Kontrolle und kann die ganz gut aktivieren, dann könnt ihr natürlich mit der Intensität spielen und auch mit der Dauer. Das heißt, ihr könnt versuchen, mal so ein bisschen kräftiger hochzuziehen bzw. anzuspannen. Da gibt es dann die Vorstellung mit dem Fahrstuhl, erster Stock, zweiter Stock, dritter Stock, dass ihr einfach immer noch mal ein bisschen intensiver in euch hinein hochzieht. Aber dennoch, wie gesagt, Gesäßmuskulatur entspannt, Atmung fließen lassen. Und ihr könnt natürlich auch ein bisschen länger anspannen. Das heißt, ihr könnt nicht nur dieses pulsierende Anspannen und wieder lösen, sondern ihr könnt versuchen, vielleicht auch die Spannung mal so ein paar Sekunden zu halten. Also einfach etwas damit spielen. Versucht es in den Alltag zu integrieren. Also versucht möglichst wirklich, ich sage immer, an jeder roten Ampel, also dass ihr einfach, oder wenn ihr eine E-Mail abschickt, also wirklich einfach zwischendurch immer mal wieder an den Beckenboden denken, den Beckenboden anspannen. Und im Optimalfall dann auch, wie gesagt, während des Sports, also da eignen sich beispielsweise Übungen für die Gesäß, für die Hüftmuskulatur, wo man wunderbar den Beckenboden auch mittrainieren kann. Also versucht es einfach, wie gesagt, möglichst in den Alltag zu integrieren und immer präsent zu haben. Und wenn ihr das eine Zeit lang gemacht habt, werdet ihr merken, das automatisiert sich auch, dann braucht ihr gar nicht mehr drüber nachdenken, sondern nutzt euren Beckenboden im Alltag automatisch. Ganz wichtig auch natürlich beim Heben, da hatte ich auch schon ein separates Video gedreht, das blende ich euch hier gerne nochmal ein, Birkenheben tragen. Ist natürlich ganz wichtig, zum einen das Ganze möglichst rückengerecht zu machen, aber dabei auch den Beckenboden bewusst anzuspannen. Das heißt, bevor ihr wirklich die Last, also wenn wir uns jetzt vorstellen, das ist ja jetzt wirklich was sehr Schweres hier, bevor ich jetzt sozusagen die Last anhebe, sollte ich vorher meinen Beckenboden aktivieren, um einfach eine optimale Stabilität im Rumpfbereich zu haben. Also gerade wenn ihr wirklich schwere körperliche Arbeiten machen müsst, dann ist ganz wichtig, da wirklich den Beckenboden mit einzubeziehen. Eine schöne Möglichkeit, den Beckenboden zu trainieren, ist auch mit einem Petsi-Ball, also mit einem Gymnastikball. Wenn ihr jetzt einfach mal so ein kleines bisschen auf dem Ball federt,
also wippt und dabei mal so in euren Beckenboden hineinspürt. Könnt euch auch euren Beckenboden wie so ein Trampolin vorstellen und einfach mal spüren, was da so passiert, wenn ihr so ein bisschen wippt. So diese elastische Spannung der Faszien auch spüren. Und wenn ihr jetzt einmal den Ball vor und zurück bewegt, da kommt jetzt auch wieder die Beckenkippung ins Spiel. Das heißt, ihr bewegt den Ball vor und zurück und versucht jetzt mal bei jedem dritten Mal abrupt stehen zu bleiben. Das heißt, 1, 2 und Stopp. Und 1, 2 und Stopp. Und durch dieses abrupte Stoppen, stehen bleiben, haben wir auch eine schöne reaktive Beckenbodenspannung. Und das Ganze können wir natürlich auch rechts, links machen. Oberkörper bleibt stabil, das heißt, hier oben bewegt sich nichts, sondern nur das Becken. 1, 2, 3. 1, 2, Stopp. 1, 2, Stopp. 1, 2, Stopp. Und nochmal wieder ein bisschen schwingen. Das sind eigentlich auch schöne Möglichkeiten, den Beckenboden zu trainieren. Auch das Balance Pad eignet sich natürlich super zum Beckenbodentraining. Das heißt, alles, was irgendwie auf instabilen oder labilen Unterlagen stattfindet. Wenn ich jetzt hier so ein bisschen auf dem Balance Pad zum Beispiel versuche, auf einem Bein zu stehen, immer wenn es irgendwie wackelig oder instabil wird, muss natürlich meine Mitte, also meinen Beckenboden sozusagen stabilisieren. Und dementsprechend auch das eine schöne Möglichkeit, die Übung auf dem Balance Pad oder auch generell Einbeinstand, ist alles sehr schön, um den Beckenboden noch mit zu aktivieren. Voraussetzung dafür sollte aber sein, dass ihr, wie wir das jetzt hier in diesem Video gemacht haben, erstmal lernt, wie man den Beckenboden wirklich gezielt und isoliert ansteuert. Eine Möglichkeit für Fortgeschrittene ist, sich nochmal jetzt nur auf einen Sitzbeinhöcker zu konzentrieren. Wir nehmen jetzt mal den rechten Sitzbeinhöcker und stellen uns vor, wir wollen den rechten Sitzbeinhöcker Richtung Schambein, also nach vorne ziehen. Also so eine einseitige, wenn man so will, so eine Verwringung des Levator Arni. Schön weiteratmen, dabei muss auch ich mich konzentrieren. Also rechter Sitzbeinhöcker schielt in Richtung Schambein. Und dann natürlich auch andersrum. Das heißt mal den linken Sitzbeinhöcker. Und da werdet ihr vielleicht merken, dass es auch eine Schokoladenseite gibt. Also dass es sozusagen auch im Bereich des Beckenbodens gewisse Disbalancen, gewisse Asymmetrien gibt. Also einseitig den Sitzbeinhöcker Richtung Schambein sozusagen aktivieren, beziehungsweise der Sitzbeinhöcker schielt Richtung Schambein. Aber das ist wie gesagt eine Version für Fortgeschrittene. Ansonsten erst einmal darauf konzentrieren, die beiden Sitzbeinhöcker zueinander zu ziehen, beziehungsweise die Kuppel aufzuspannen. Apropos Kuppel, da habe ich auch noch mal gedacht, kann man sich auch nochmal ein Schröpfglas vorstellen. Ich hatte ja von einem Sog nach oben, also dass man die Kuppel sogartig Richtung Wirbelsäule zieht. Da kann man sich auch vorstellen, wenn meine Hand jetzt der Beckenboden ist, dass man sich hier jetzt sozusagen, sieht man jetzt hier nicht, aber dass praktisch dieses Schröpfglas den Sog nach oben aufbaut, in den Körper hinein und der Beckenboden sich dann halt wie eine Kuppel sozusagen in den Rumpf hinein wölbt. Das ist die Vorstellung dabei. Ganz kurz nochmal zusammenfassend, was darf passieren beim Beckenbodentraining? Es darf gerne die Haltung insgesamt, wenn ihr den Beckenboden anspannt, dürft ihr das Gefühl haben, die Haltung verändert sich zum Positiven. Also ihr werdet so ein bisschen hier nach oben rausgezogen, ihr richtet euch ein bisschen auf. Die Knie wandern tendenziell etwas nach außen. Das Fußgewölbe wird ein bisschen mit aktiviert. Und der Bauchnabel wird leicht mit eingezogen. Das sind alles Dinge, die passieren dürfen, beziehungsweise sogar positiv sind. Was auf keinen Fall passieren sollte, ist, dass ihr die Luft anhaltet, also presst, Luft anhaltet. Und ihr solltet, wie gesagt, nicht das Gesäß anspannen oder irgendwie äußerlich irgendwelche Muskeln anspannen, Bauch, Gesäß. Das sind nicht die Muskeln, die wir erreichen wollen, sondern äußerlich Gesäßmuskulatur, Bauchmuskulatur sollte entspannt bleiben. Und ihr sollt wirklich euch auf eure tiefe innere Beckenbodenmuskulatur konzentrieren und versuchen, die wirklich gezielt und isoliert zu aktivieren. So, das war mein Video zum Thema Beckenboden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben.
Sollte es noch Fragen oder Unklarheiten geben, könnt ihr die jederzeit gerne in den Kommentaren stellen. Auch über Erfahrungsberichte würde ich mich freuen. Also ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, kümmert euch um euren Beckenboden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Muskel und ihr werdet merken, wenn ihr einen gut funktionierenden und gut trainierten Beckenboden habt, dass die Lebensqualität dadurch auf jeden Fall erhöht wird. Und insofern, viel Spaß, viel Erfolg beim Beckenbodentraining und bis zum nächsten Mal.